Hallöchen, meine Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge von Deppe der Leid. Und ich habe eine kleine Vorbereitung getroffen, weil morgen spielt ja Deutschland das allererste Auftaktspiel von Deutschland in der WM. Und ich habe mir gedacht, ich setze mal eine coole Deutschlandbrille hier auf. Es wird extrem schwer, damit irgendwie, weil man immer nur alles so gerillt sieht, halt so wie die Brille auch ist. Und ich glaube, es gelingt extrem schwer, irgendwas zu reißen mit. Aber egal, ich mache es einfach mal. Ich wollte es auch in der Mitro-Folge, wollte ich auch machen. Für morgen nur und dann halt für einfach nach jedem bei jedem deutschen Spiel möchte ich gerne machen, welche ich irgendwie hinkriege, ich weiß noch nicht so genau, mal gucken, weil ich auch schon voll im WM-Fieber bin, ehrlich gesagt. Ich freue mich schon so extrem auf morgen, aber da ist jetzt eine andere Sache. Wir zocken jetzt DBD mit den Klauen und ne, gar nicht, warte mal, wir machen die Rituale. Ritual des letzten Atemzugs: Nutze als Krankenschwester die Teleportation, um 4 Belebende zu fangen. Dann fangen wir mit der Krankenschwester an, würde ich sagen, ne? Wollen wir die überhaupt? Da. Wir haben auch 31.000 Blutpunkte zu vergeben. Ich weiß nicht. Sollen wir die benutzen? Man macht die da, die hat hier, das die gemacht. Sah auf jeden Fall so aus. Erhöht leicht die maximale Reichweite der Teleportation. Verringert leicht die Genauigkeit der Teleportation. Effekt summiert sich. Nehmen wir rein. Nehmen wir auch rein. sind Blutpunkte, finde ich immer gut, nehme ich mit. Schalte Potenzial die eigene Auralesefähigkeit frei. Die Augen von Überlebenden, die heilen oder geheilt werden, werden dir angezeigt, wenn sie sich in 20 Meter im Kreis befinden. Geil, nehme ich mit. Geil, nehme ich auf jeden Fall mit. Was ist das hier überhaupt? Ja, doch, so können wir, finde ich, anfangen oder nicht. Alter, ist voll ungewohnt so mit der Brille, muss ich ehrlich gestehen. Und jetzt kommt natürlich wieder der Highlight von DBD, weil die können fixen, was sie wollen, wirklich. Die können alles fixen, nur die Ladebildschirme und Kack alles nicht. Das ist halt einfach Standard. War von Tag 1 bei DBD mit dabei und es wird auch wahrscheinlich immer so bleiben. Kann ja zwischendurch mal übertrinken. Aber ich werde wahrscheinlich die Folge eh schneiden müssen, weil wahrscheinlich wieder 1000 Jahre dauert, bis die welche reinkommen. Mein Mikrofon steht auf vollem Weg hier. So, da bin ich wieder. Ich habe mal kurz die Aufnahme gestoppt. Und, also mein Mikrofon steht hier vor ungünstig, muss ich ganz ehrlich gestehen. Na egal. Komm. Mit meiner coolen Deutschlandbrille werden wir alle holen. Ich kann nur mit den Namen lesen, ehrlich gesagt. Weil wir euch wohl vorstellen können, habe ich die Brille nicht jeden Tag auf. Nur alle 4 Jahre. Ach, Hallöchen. Ah ja, immer. Krankenschwester, stimmt, mal ganz vergessen. Alter, ist das laut. Ach fuck, schade. Komm, wo ist er? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Ach, Manno. Ich habe die schon lange nicht mehr gespielt, die Krankenschwester. Also, verzeiht mir bitte, wenn es nicht so läuft. Was? Ist das dein Ernst? Den hätte ich schon kriegen müssen. Geht doch. So, Nummer... Hallo? Hallo? Bitte. Nummer 1. Ist der wenigstens irgendwo ein Haken in der Nähe? Ja. Sagen wir so, die meisten von euch kennen diese Brillen wahrscheinlich. Gibt es da in vielen Visionen von Deutschland, von anderen Vereinen und einfach in allen möglichen Visionen gibt es die Brille, ja. Und einmal, wer die Brille schon auf hatte, weiß, wie ich hier gerade durchsehe. Und da ist hier in der DBD echt nicht gerade für Vorteil gedacht, ehrlich gesagt. Mann, irgendwo war einer hier. Komm, 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 komm. Boah, viel zu weit geflogen. Mann.
Jetzt habe ich die alte verloren. Ist das deren Ernst? Boah, ist sie frech. Boah, ist sie frech. Bist du dämlich mit der? Peinlich. Mann! Ich muss, die muss ich echt üben, die Krankenschwester, die kann ich nämlich überhaupt nicht. Oh. Na gut, wenn du mir in die Arme läufst, dann bitte. Geil. Egal, ich brauche nur zwei Generatoren. Egal, irgendwie muss ich ja versuchen zu rocken, irgendwie. Weiß nicht genau wie, aber okay. Da war irgendwo einer. Nicht nur einer, sofort zwei. Ah, war knapp, da war sehr knapp. Schade, war knapp. Nein! Nein! Alter, ich kann mich teleportieren. Da ist nicht gut clever, sich vor die Kiste da vor Dinge zu stellen. Das ist echt nicht clever. Geil, ich hab. Warte, was steht da? Nummer 7, glaube ich, ne? Mann, ich hab gehofft, hier ist einer. Aber anscheinend nicht. Ich kann natürlich mein Glück mal versuchen, ob ich hier irgendwo einen finde. Schade, schade, schade. Leider nicht, aber ich habe mein Glück ja vielleicht noch irgendwo hier unten. Ja, einfach mal Glück von mir versuchen. Kann sein, der letzte Generator jetzt gleich fertig ist. Kann sein. Den nehmen wir mal vor, ich habe kaputt. Mann, ich kotze gerade voll an. Hier hatten wir irgendwo einen. Irgendwo war hier gerade einer. Da. Ach Mist. Geil. Ich glaube, ich habe aber jetzt meine Rituale, glaube ich, jetzt beendet. Kann das? Will ich hoffen. Ich hatte ja nur gespielt, um Rituale zu... um meine Rituale irgendwie zu kriegen. Ja klar, ich auch gespielt, um zu gewinnen, aber gewinnen kann ich jetzt wahrscheinlich schon wieder vergessen. Aber egal. Welchen Camper würde ich... glaube ich, schon drei Stück in das Tod gerissen haben. Da bin ich halt nicht. Ah, fuck. Hat zu lange gedauert. Hallo. Die habe ich noch gar nicht gehabt, glaube ich, ne? Da muss ich jetzt mal irgendwie dran glauben, versuchen, dran zu glauben.
Schade, ich habe die alte von der doch nicht. Ach Mist, dammit. Oh, die eine wurde sofort runtergeholt und die hat einen Perk gehabt oder so, als sie sich fortheilen kann. Auch nicht schlecht. Ach fuck, dammit. Ausgang? Ja, haben sie ja. Okay. Au! Oh. Da bin ich etwas zu weit geflogen. So. Endlich. Ein Wildpferd habe ich da irgendwie. Keine Ahnung. Krass, dieses kein Haken in der Nähe. Krass. Wie der alte locker schaffen zu entkommen. Sag ich ja. Jetzt habe ich keinen Plan. Alter, ist er da hinten. Boah, da war knapp. Da war sehr knapp. Habe ich irgendeinen Haken, hoffentlich. Boah, war da knapp. Das ist doof. Nein, ich will nicht campen. Sorry, ich schwöre, ich wollte nicht campen. Ich dachte, die alte ist hier noch irgendwo. Dachte ich. Die ist hier auch noch irgendwo, bin mir sicher. Ich weiß halt noch nicht wo. Da ist die alte. Trotzdem zwei Stück geholt, geil. Okay, die hätte eigentlich entkommen können, aber na, wenn sie nicht möchte, ne? Dann kann sie es aufgegangen werden. Egal, zwei Stück geholt. Besser als gar keinen. Die Hälfte. Ist auch nicht schlecht. Und man muss dazu sagen, finde ich persönlich, fand ich ein gutes Spiel, fand ich. Brutaler Killer. Haha, geil. Geil. Die haben gut gespielt, wirklich. Puh. Schade, ich habe gehofft, ich krieg den irgendwie. Also, alle habe ich gehofft. Und mindestens drei. Mein Ziel ist immer, wenn ich Killer spiele, möchte ich immer mindestens drei kriegen. Dann finde ich, das ist eine gute Runde gewesen. Aber zwei geht auch. Aber eigentlich möchte ich immer... Alter, die Brille nervt mich. Aber eigentlich möchte ich immer gerne drei holen. Natürlich am besten mal alle. Aber damit ich selber zufrieden bin, eigentlich drei. Rette drei Überlebende vom Haken. Wir könnten jetzt natürlich auch mal als Überlebender wieder spielen. Oder wir nehmen als der Wandler, erhöhe die Diabolik als der Wandler viermal. Oder als Geist, 3 Minuten Überlebende jagen. Ich glaube, wir machen heute erstmal nur eine Killerrunde. Geben dann jetzt halt mal den Geist. Hallo? Da. Mit dem ich ja schon eine Menge freigeschaltet habe, sehe ich gerade. Ganz wusste ich gar nicht mehr. Das für die spirituelle Welt steht, wurde mit rosigen Fingern auf den Glockenkörper gemalt. Gewährt Zahlung bei der Rückkehr aus der Unsichtbarkeit, wenn du stillstehst. Zahlung setzt deinen Terrorradius auf 0, bis du dich wieder bewegst oder aktiv wirst, okay? Auch nicht schlecht. Zwei weitere Opferhaken.
Aber wir nehmen natürlich 75% mehr Blutpunkte. Komm. So machen wir das. Und ich werde wieder in kurze Folge unterbrechen, weil das wahrscheinlich wieder Jahre dauern wird. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Diesen Autohelfen-Schrottplatz mit dem Geist. Und wir müssen uns Ritual 3 Minuten Überlebende jagen. Ich war gerade gucken, ob Mikrofon überall an ist, aber ist an zum Glück. Den Geist habe ich eigentlich immer ganz gerne gespielt. Den fand ich immer ganz gut eigentlich. Habe ich auch nicht umsonst auf Level 29 oder 30, also ein paar Spielstunden habe ich damit wohl schon. Aber trotzdem schon länger nicht mehr gespielt. Ja, ich hatte insgesamt schon länger nicht mehr gespielt. Ich war nur vor 2 Tagen einmal wieder, wo ein Update rausgekommen sind, neuen Killer und so, da habe ich wieder angefangen. Ja. Fräulein. Mann, ich hab einfach geschlagen, aber leider nicht getroffen. Aber egal, jetzt. Okay, so wird damit 3 Minuten nichts, wenn es so schnell geht. Aber die eine Taschenlampe, da heißt, ich möchte die ganz gerne tot kriegen. Weil die mit Taschenlampe gehen wir meistens immer auf den Sack damit. Ach, komm. Ich wollte schon sagen, die wickelt ja gar nicht, aber jetzt. War ein bisschen zu spät. Hier war auch irgendwo gerade einer. Alter, die leckt so übertrieben. Komm her, dich kriege ich irgendwie. Komm, 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 komm. Komm! Haha, geht doch. Was machen die da? Machen die extra? Ich habe keine Ahnung. Ach, Hallöchen. Da war einer, ich habe ihn gesehen. Hat nichts gebracht, Junge. Jetzt weiß ich nur nicht, wo er hingerannt ist, ehrlich gesagt. Irgendwo hier muss er noch sein. Ich habe nur keine Ahnung, wo. Na, egal. Bevor ich die Alte mit der Taschenlampe erstmal. Kacke, wo ist die jetzt hin? Da. Ach man. Hast du so gedacht, oder? Hast du wohl so gedacht? Falsch gedacht. Oh, die ganze Nähe. Ach, die ist schnell, kacke. Na egal, schnell hin oder her. Oh. Da muss ich hinterher bei der Frau. Dann habe ich die wenigstens kaputt. Jawohl, sehr geil. So, nun zu denen, der gibt mir den ganzen Arsch auf den Sack. Er muss der Nächste sein.
Ach, so einer ist das, okay. Komm her, du Penner. Ach nö, nicht dein Ernst, oder? Na egal, komm. Da hinten ist er lang gelaufen. Ach so eine, der läuft mit mir ganz im Kreis, warte mal. Na egal, ich mach das Spiel einfach mal mit. Scheißegal. Ne, doch nicht. Dachte, er läuft ganz mit mir im Kreis jetzt. So. Er muss leiden, tut mir leid, aber er muss leiden. Geht nicht anders. Krass, wie einfach kein Haken in der Nähe ist. Krass. Doch, da hinten. Wird er es schaffen? Nein. Ich sollte mal wieder verkleiden, ne? Schon länger nicht mehr gemacht. Ich weiß eigentlich, ganz ignorant, also müsste ich bei den Typen erst campen, weil mir so auf den Sack gegangen ist. Aber mache ich nicht. Oh, okay. Krass. Nein, den nehme ich mit. Nicht, wenn der mir nachher kommt. Das möchte ich ehrlich gesagt nicht. Wo ist der Typ hin? Da. Komm. Mein, nimm. Geht doch. Hallöchen. Was? Schon wieder entkommen? Was ist denn los bei dem Typ da? Jetzt weiß ich aber echt nicht mehr, wo der hin ist. Ich höre ihn leider gerade auch nicht mehr. Ja, ich habe gerade ganz kurz gehört, aber leider nur ganz kurz. Schade. Na egal. Zwei Generatoren müssen wir noch machen, zwei Stück. Ach, hallöchen. Komm da Papa, komm da Papa, komm da Papa, komm da Papa. Ah, oh, Mist. Komm, die Alte will ich noch kriegen. Geht doch. Aber na, leider stiebt die nicht sofort. Leider. Ah, die hing das erste Mal, alles klar. Na gut, irgendwann ist mal das erste Mal. Krass. Da ist der Typ wieder. Ne, ist ein anderer, oder?
Weiß gerade gar nicht, wer das ist. Sackgasse, Junge. Ja, war der, geil. Ich glaube, der ist tot, glaube ich sogar, oder? Will ich hoffen. Ja, Mann. Zwei Stück habe ich, geil. Muss ich die ganzen Kacken in der Tonne so ablaufen? Hä, wo sind die? Ich fühle mich leicht verarscht. Hier ist doch einer, höre ich doch. Sag ich ja. Ne, beide sogar. Sie mit dem Arztkoffer muss dann glauben. Komm her, komm her, komm her, komm her. Geil. Ich werde da wahrscheinlich alle kriegen. Ich glaube, mein Gefühl sagt mir, die eine, die wird, glaube ich, entkommen. Ich sag, die kriege ich wohl noch tot, aber der andere wird doch wohl entkommen, glaube ich. Ich schwöre nicht, jetzt sage ich campe, dann kann ich mich mal. Ach, boah, wie gemeint. Die hat einfach nur versucht, okay. Die wollte einfach eine Luke, hat die Luke gefunden. Aber egal. Drei geholt, das ist immer mein Ziel. Mindestens drei zu holen. Wird euch auch abgeschlossen. 157.000 Blutnetzpunkte, geil. Lager. Was? Fick dich. Was? Nö. Krass. Oh, okay. Sorry. Okay, das ist krass. Wusste nicht. Das wusste ich wirklich nicht. Ja, momentan einer etwas Probleme mit Internet. Aber mir hat er gar nicht geleckt, irgendwie. Komisch. Ist irgendwie einer von denen noch da? Weiß ich nicht. Nee, glaub nicht. Alles klar. Man muss die Brille mal kurz abnehmen. Die gehen mir nämlich ganz schön auf den Keks, ehrlich gesagt. Aber an mir konnte eigentlich gar nicht liegen. Die letzte Runde war auch, glaube ich, gut. Naja, ich unterbreche die Folge jetzt kurz hier. Und dann, werde ich kurz mein Internet checken, weil ich momentan, Unitemedia halt. Scheiß Unitemedia. Wenn ihr kein cooler Ultimedia seid, werdet bitte auch nie. Der größte Drecksladen ever, ohne Witz. Scheiß Ultimedia, ehrlich. Ultimedia, fickt euch. Vertrag haben wir bei euch schon längst gekündigt, zum Glück. Ich bin froh, dass wir demnächst bei Telekom sind. Telekom. Geil. Und ja, bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zugucken, bis bald. Ciao.